Kaum wird es mal wieder richtig sommerlich warm, schon brauen sich wieder neue Regengüsse und Gewitter zusammen. Gerade Anfang nächster Woche können die durchaus unwetterartig sein an einer Luftmassengrenze. Schauen wir uns gleich an. Zunächst mal ein kurzer Blick zurück auf die letzten Wochen dieses Sommers. Der Verlauf der Tageshöchsttemperatur gemittelt über Deutschland. Da waren wir lange Zeit überdurchschnittlich warm im Juni und auch im Juli. Gerade Mitte Juli gab es noch mal ein paar richtige Hitzespitzen. Aber danach ging es abwärts. Die letzten Wochen waren in Deutschland verbreitet, doch deutlich zu kalt. Wir haben das alle gemerkt. Jetzt geht es allerdings wieder sprunghaft nach oben über diese langjährige Durchschnittskurve. Das heißt, uns erwarten ein paar sehr warme Sommertage, weil der Wind nicht mehr aus Nordwest kommt, sondern jetzt mehr aus südwestlichen Richtungen am Rande dieses Tiefs über den britischen Inseln. Und da liegt ja die Wärme über dem Südwesten Europas, im Süden Spaniens 45 Grad. Ein Teil dieser Hitze kommt dann zu uns. Die 30-Grad-Marke wird im Südwesten Deutschland und später auch im Süden wieder erreicht. Allerdings durch die Nähe zum Tief müssen wir immer wieder mit diesen Ausläufern rechnen, mit diesen Tiefausläufern, die dann für Regengüsse und Gewitter sorgen. Und da kann sich hier dann so eine richtige Luftmassengrenze bilden. Das geht los in der Nacht auf den Samstag mit Regenschauern und Gewittern, die in den Westen und Nordwesten reinziehen. Punktuell dann auch mal Starkregen mit Gewitter dabei. In der Nacht auf Sonntag zieht das erstmal raus. Und am Sonntag selber, Nachmittag und Abend, bilden sich dann etwas südlicher ansetzend weitere teilweise kräftige Gewitter, vor allem dann im Südwesten und im Süden Deutschlands mit Unwetterpotenzial. Der Norden ist da deutlich entspannter, kaum Schauer, ab und zu Sonne bei maximal so um die 25 Grad, im Südosten und im Süden 28 bis 32 Grad. Große Schwüle, das gilt auch für den Montag. Hier bleibt es sehr warm bis heiß und auch gewittrig, teilweise mit Unwetterpotenzial. Wir sehen hier, dass da teilweise enorme Regenmengen diesen Streifen runterkommen können. Wo genau dieser Streifen liegt, das ist noch nicht ganz klar. Und das gilt auch für die nächsten Tage. Auf dieser Linie diagonal über Deutschland besteht Unwettergefahr und es bleibt sommerlich warm.